Hallo und herzlich willkommen. Es ist ja schon ein Weilchen bekannt, dass es auf einer Kiesbank eine gewisse Goldlinie existiert. In diesem Video möchte ich euch meine Vorgehensweise zur Ermittlung dieser Goldlinie teilen. Viel Spaß! Das ist das Gold unserer Stichprobe für diese Kiesbank. Das Gold mit dem schwarzen Deckelchen ist das Gold der Scheitellinie. Das Gold mit dem silbernen Verschluss ist ungefähr 10 Meter von der Scheitellinie stromabwärts. Und das Gold mit dem grünen Deckelchen ist die Tiefenprospektion gleich neben der Scheitellinie. Wenn man Gold findet, hat der Tag Struktur. Seht ihr den von mir gekennzeichneten Bereich? Dieser gehört zur Goldlinie dazu. Ich liebe es. Die Kiesbank ist fertig. OMW. Hier seht ihr die Goldlinie nochmal. Vielleicht habe ich das Pferd zu sehr von hinten aufgesattelt. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Die Goldlinie auf einer Kiesbank zu ermitteln, ist meiner Meinung nach nichts Besonderes. Keine Herausforderung. Aber wie sieht das aus mit einem Wildbach? Hier wende ich genau dieselbe Technik an wie auf einer Kiesbank. Ich persönlich fliege gern die Bäche mit einer Drohne ab, um eventuelle Strukturen zu erkennen. So sieht der Bach in einer Innenkurve aus. Keine Kiesbank, keine Goldanreicherung. Wenn man ein Auge dafür entwickelt, erkennt man die Strukturen der Goldanreicherung. Eigentlich total simpel. Man muss halt nur einmal gezeigt bekommen. Habt ihr die Struktur erkannt? Achtet bitte auf meinen Cursor. Wie gesagt, findet man Gold, hat der Tag Struktur. Für die Goldsuche ist Struktur das A und O. Hier noch zwei Beispiele von mir. Achtet bitte auf meinen Cursor. Sowas ist reinste Strukturgeologie. Einfach nice. Ich liebe es ungemein. Und das, meine Lieben, ist die Belohnung. Und diese Belohnung lieben wir doch alle. Ist es nicht so? Eine kleine Skizze für euch. Die rote Linie ist die Scheitellinie der Kiesbank. Die schwarzen Kreise sind die Probenentnahmeorte mit dem silbernen Deckel. Die Probenentnahme genau auf der Scheitellinie. Dazu gehört das Gläschen mit dem schwarzen Deckelchen. Und das Gold mit dem grünen Deckel ist die Tiefenprospektion für den blauen Kreis. Und somit ist die Kiesbank strukturtechnisch Gold entzaubert. Ich liebe es.
Und das sind die Goldnuggets aus dieser Kiesbank. Sind sie nicht herrlich? Falls euch dieses Video gefallen hat, seid doch so nett und lasst mir einen Daumen hoch da oder sogar abonniert mich, damit ihr meine zukünftigen Videos nicht mehr verpasst. Ich wünsche euch ein ehrliches Glück auf. Wir sehen uns auf meinem Kanal oder vielleicht sogar am Bach. Glück auf!